because Mom sent me to get more eggnog and I got lost. See ya. Da hatten wir das letztes Mal übersehen. Ha. Jetzt haben wir alles. Also, in diesem Teil. Da, perfekt. Mr. Hanky! Howdy ho! Thanks for finding my kids! Thank the nice man, Nuggets! Thank you! Anytime you need my help, you just call on me, and I'll be there sure as a shit on Sunday! Howdy ho! Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid. And I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Yeah. Granted anyway, you might as well. Nun beginnt der Kampf gegen die magische Pimmelmaus da. Gegen die Pimmelratte. So. Gegen die fürchterliche Penismaus. Shall we begin? Gut. Gut. In die Fresse. Das war das letzte Vieh. So, jetzt werden langsam alle Quests erledigt. Also den Teil haben wir völlig verpasst, ey. Schande über uns, ey. Schon alles hier rausgenommen. Okay. Das erinnert ihr euch hier noch dran? Danke. Okay. Oh shit. Ja, jetzt sind die Menschen verdammt. Was ist denn eine tolle...
Ausrüstung. Okay, sie ist noch besser. Ja, okay. Machen wir mal einen auf Schwund, Hesse noch. Jawohl! Autsch! Klappern wir erstmal alle Nebenmissionen ab. Alle restlichen. What can I do for you, new kid? Oh, I hate spiders. Sure hope you blasted the heck out of it. Nicht nur das. Man, you showed that bacteria what a real hunter looks like. That mouse was making us all look bad. In more ways than one, ain't it? Ja, so speak for yourself. Ja, genau. You're probably the best hunter this town's ever seen. Right up there with me and Ned in our prime, right, Ned? Straight up. Komm jetzt an die. Ja, Mr. Igitt. Ich komm endlich da oben ran. Achso, ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie voll. Ich hatte gar nicht mehr im Blick. Ich dachte, das wäre jetzt eine richtig krasse Waffe, aber das Katana ist immer noch besser. Okay, das ist nicht schlecht, aber trotzdem, die ist nicht stärker. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte was nachgucken. Und zwar. Uns fehlen noch zwei schon Pokémon. Und das ist weiß ich. Das werden wir später noch rausfinden. Aber das ist keine Ahnung. Ich hoffe, das werden wir noch unterwegs sehen. Weil ansonsten wäre es schade, wenn wir nicht alles mit Pokémon finden. If you refer a friend, Jimbo will waive the waiting period for handguns. Falls ihr mal das einzige Pokémon gesehen habt, was ich übersehen habe, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, aber, also ich weiß, eins werden wir noch später sehen, aber wo jetzt das vorletzte sein wird, keine Ahnung. Thanks, kid. Your work helping with the homeless of South Park will never be forgotten. Here's your cash. Geil. I don't want to hear about your problems until you're 18, kid. I don't want to hear about your problems until you're 18, kid. Okay, nette Bürgermeisterin. Haben wir jetzt Cash bekommen? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Egal. Ich meine, wir haben jetzt hier das rosa Kleid, also den roten Aufzug. Mit dem können wir doch gut zu den Mädchen gehen. Okay, jetzt wirklich schon ein letztes Mal. Ready to go back? Okay. The girls are ready to see you. Ich hoffe, die lieben mein Outfit. Habe ich mir ganz viel Mühe gegeben. See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! You serve us well, new kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! Mädels, ihr seid scheiße! Ich hasse euch, ich hasse euch! Ich hasse euch, ich hasse euch! Oh, da war's ja. Ihr habt's geschafft. Okay, Mädchen, ich liebe euch ein bisschen.
Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. Heidi's having a slumber party. Oops. I almost forgot. You're not a girl. Nagasaki? You draw mud on that one? You're gross. We should be friends so you can like my posts. I bet you're thinking about something totally deep right now. Valkyrenausrüstung. Heidi's having a slumber party. Oops. I almost forgot. You're not a girl. I learned that betrayal can actually make your friendship stronger, and it's all thanks to you. As an honorary girl, you've been granted full access to our adorable supplies. Wanna do a little shopping? Ach du Scheiße, ist das nicht für Mütter so? Die tödlich bekannte Waffe im Kampf gegen Comic-Katzen und Mäuse. Oh, Chakra. Die Lederrüstung. Robe der Prinzessin, ach du Scheiße. Lederrüstung ist gar nicht mehr so stark. Ich meine, Krabbenrüstung ist da besser. Perücke der verwöhnten Hure. If you're texting your friends about this game, tell them it's good. Die Hauptzutat des Spachtelmasse. Das ist heiß. Ehevertrag, ja. Wieder denselben Traum. Ich sitze in einer heißen Wanne und es wird immer wärmer. Dann war ich auch bedeckt von Panzersekreten. Ich würde ja schon fast sagen, schön wie ihn. Ja, die Krabbenmenschenrüstung ist besser. Jetzt erfahren wir endlich, wo sich dieses Top-Secret Clubhaus befindet. Und zwar auf der Toilette, Leute. Ihr werdet es jetzt sehen. Es war die ganze Zeit scheiße auf der Toilette. Craig's so hot. Like he just doesn't give a fuck. Ich bin heißer. Ich bin nämlich der Hoff. Ich bin viel schärfer als du. What kind of monster are you? Der Hoff. Nein. Krabbenhoff, Krabbenhoff, Krabbenhoff. What kind of monster Krabbenhoff. Hab ich eigentlich. Okay, ja, mit dem bin ich alles befreundet. Wie? Nee. Ich vergesse immer, was ich eigentlich machen wollte. Ja. Alles geschafft. Jetzt gleich kommt das. Warte, kommt jetzt schon das Grande Finale? Was ich befürchte. Wir sind kurz vorm Ende. Ich habe alles hier abgeklappert. Das sind Sachen, die wir nicht mehr aufnehmen können, also die irgendwie, die wir nicht brauchen. Ja, das sind ein paar Sachen, die wir nicht kaufen wollten oder so, nicht haben wollten, weil die scheiße sind. Ja, einfach alles. Ja. Das Finale kommt. Man, this place is super crappy. Everyone listen up! The girls have agreed to fight by our side! Huzzah! The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Klaatash!
and humans, today we fight as one. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, God damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of Justice, prepare! Ready! And let's meet a play! Yeah. Let's get it! Ow! I'm hit! They tore my costume! I worked really hard on it! Sons of bitches are gonna get what's coming to you! Your word is the command, my lord. Yes, sir! There you go, Al. Thanks. Here, I got this for you. Super. You're no match for our dark powers. Denk dran, Nagasaki. Nagasaki! Okay, da geht's wieder zurück. Clyde has conquered death itself. Achso, Charge! You take the tower from the inside. Me and the pirates are gonna scale it from the outside. Surrender or die. Yeah. Ah, ich gucke auf die falsche Karte. That one sounded like it hurt. Did you grab mud on that one? How did your ass learn such incredible magic so easy? Frage ist jetzt, muss ich jetzt. Wie hätte ich den abschießen können? Egal. Machen wir es klein. Ow! Fuck me, that hurts! Ow! Your word is the command. There you go, Al. Fuck yeah! Fucking die, rat! That's for my brothers, you furry fuck! Endlich! Die finale Schlacht steht kurz bevor. Was wird unser Held auf der anderen Seite hervorfinden? Wird Duschbeck die Verteidigung überwinden, Clyde besiegen und somit den Stab der Wahrheit an sich reißen? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park: The Stick of Truth.
Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!